Inmitten der Ammergauer Alpen, dem größten Naturschutzgebiet Deutschlands, liegt malerisch von Bergen und Wiesen umgeben, in 870 Meter Höhe, Kloster Ettal. Eingang zum Kloster Ettal. Toll gemacht, du. Schönen Platz. Wo sind wir jetzt hier? An der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Ja, ganz schön. Rechts ist die Abfahrtsstrecke. Mit dem Slalom da runter raus. Ja. Nein. Und gleich links daneben die Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen.
Lorbeerbaum, der hinter rein passt. Die königliche Villa Schloss Linderhof in der oberbayerischen Gemeinde Ettal im südlichen Bayern ist ein Schloss des bayerischen Königs Ludwigs II. Es wurde in mehreren Bauabschnitten von 1869 bis 1886 errichtet. Das kleine Schloss entstand anstelle des sogenannten Königshäuschen. Parallel zum Bau des Schlosses wurde bis 1880 auch der Schlossgarten angelegt, mit dessen Planung Ludwig II. Karl von Effner beauftragte. Da hat er gelebt, am Wochenende. Das war sein Wochenende, sein Lusthäuschen. Der formale Garten ist annähernd kreuzförmig angelegt. Den Mittelpunkt dieses Kreuzes bildet das Schloss mit dem großen Bassin, aus dem eine bis zu 22 Meter hohe Fontäne schießt. Ja, Wahnsinn. Ein Sternenhimmel ist da eingezeichnet. Als exotische Parkbauten finden sich neben dem Königshäuschen unter anderem der maurische Kiosk und das marokkanische Haus. Der Opa Lohengrin. Sie wissen vielleicht, Ludwig II. War ein riesiger Verehrer von Richard Wagner und da musste alles hier in der Grotte exakt nach den Bühnenanweisungen Wagners gebaut werden. Dafür da als romantische Hintergrundbeleuchtung, während das blaue Licht, das jetzt folgt, das Blau der blauen Grotte von der Insel Capri in Italien nachahmen sollte.